Schluss mit lustig für Anja Windel, auch bekannt als Klimaschockierer wegen ihrer blonden Mähne. Die Psychologiestudentin aus Graz kann eine Geldstrafe von 600 Euro für eine Straßenblockade in München nicht begleichen und muss stattdessen 40 Tage ins Gefängnis. Windel hatte sich gemeinsam mit drei weiteren Chaoten Ende August vergangenen Jahres am vielbefahrenen Leuchtenbergring in München auf die Fahrbahn geklebt. Durch die Aktion löste die letzte Generation einen Megastau in der bayerischen Landeshauptstadt aus. Windel will die Ersatzstrafe absitzen, sollte das Urteil in der Berufungsinstanz bestätigt werden.